Nachts kamen Sicherheitsleute. Was hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Und das war's? Mehr kann er nicht tun? Hör mal, einige dieser Leute waren seit Jahren dabei, bevor Trinity sie befördert hat. Du musst Geduld haben. Es geht um mehr als nur Leistung. Und um was? Erst kommt eine Art Eid und dann die Zeremonie. Er meinte, das finden wir bald heraus. Die Operationen an der Kathedrale schon? Geht jede Minute los. Vor knapp einer Stunde haben sie schweres Gerät hier gefunden. Einer ist schon da oben. Ich glaube, sie finden den Ablauf da drin. Ich dachte, das Erkundungsteam hätte gemeldet, da wäre nichts. Einer der Gefangenen kannte einen Geheimgang. Da unten gibt es jede Menge Katakomben. Hoffentlich ist es das jetzt. Thank you.
Croft arbeitet in allen Belangen gegen uns. Verfluchte Krankheit. Thank you.
Elias und ich wollen versuchen, die fernen Hügel zu erreichen, wo der alte Bär lebt. Kontakt mit dem Team, das das Tal durchkämmt, ist abgebrochen. Habt ihr Sichtkontakt? Negativ. Möglicher Feindkontakt? Vielleicht auch nur Funkstörungen. Aber Konstantin geht kein Risiko ein. Eine dünne, geriffelte und zerbrochene Pfeilspitze. Kommt mir bekannt vor. Die Form erinnert an in Amerika gefundene Pfeilspitzen. Diese Technik war wohl auf der halben Welt verbreitet.
Wir haben von der Ankunft des Propheten in Konstantinopel gehört. Wo
Vorsichtig. Wieso? Wir haben keine Zeit mehr für Vorsicht. Und ich habe auch keine Geduld mehr. Bei allem Respekt, falls alle meine Männer da unten sterben. Wir sind alle entbehrlich, Commander. Was zählt, sind Ergebnisse. Der Einsatz ist zu hoch. Blutig bist du nicht, Lara. Andererseits weiß ich, warum du noch nicht abgedrückt hast. Er schießt mich und meine Männer töten dich in derselben Sekunde. Es ist das Einzige, das sie besser können als du. Sei still, Anna. Keine Bewegung. Du kannst nirgends hin. Tötet sie! Los! Überleg dir mein Angebot, Lara, bevor es zu spät ist. Es war schon zu spät, als du meine Familie verraten hast. Ich hole mir den Atlas, Anna. Irgendetwas schlachtet meine Männer da unten ab, Lara. Wenn sie ihn nicht finden, dann du auch nicht. Was zur Hölle! Croft ist auf dem Weg. Tötet sie und bringt mir den gottverdammten Atlas. Croft macht uns weiter Schwierigkeiten. Sie hat die... Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben.
Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Der Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Das getan haben. Was zum Teufel ist das? Diese Gefäße, da ist immer noch griechisches Feuer drin. Ob es wohl noch entzündet werden kann? Seit einem Monat gehe ich ins Forum, um dem Propheten zuzuhören. Ich trage einfache Kleidung. Für den Sohn eines großen Hauses wäre... Aber schick nicht nach Latin!
haben mehr Kontakte gemeldet. Wir sind auf uns gestellt, bis sie durchbrechen. Keine Zeit. Croft hat das Paket. In die Luft gehen. Nichts wie weg. Hier, hab sie gefunden! Mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Nur noch die restlichen Stützen beseitigen.